Aufstellungen schenken wir uns in taktischer, grafischer Aufarbeitung. Wir langer Versuch wieder von Salah, gut abgelegt von Feed für Brian Hein, der steckt den durch und jetzt ist es das 1:0. Nein, Fahne oben. Dominik Kota steht im Abseits. Faber setzt zum Doppelpass an mit Kota. Conny Faber fällt, aber doch abgepfiffen. Entscheidung auf Elfmeter. Für mich ist es, um ehrlich zu sein, zu wenig. Sei es drum, Elias Huth am Elfmeterpunkt mit der Führung für den SSV Jahn Regensburg. Heute eine Aufgabe für Tobias Eisenhuth. Und bei den Ecken gesehen, jetzt auch bei diesem Freistoß hier. Nee, Brian Hein, dann doch Eisenhuth auf den langen Pfosten gezogen. Variante funktioniert. 2:0 für den SSV Jahn Regensburg. Doppelschlag. Ganz fieses Ding für Yasu Jantunen. Also die Variante mit dem Doppelfake lässt die Verteidigung reinrücken zum Tor und dann ist es, glaube ich, Dominik Kota noch. Und jetzt die Möglichkeit, abgefälscht, Tor, Hilmers. Mal ein früher Ballverlust im Aufbauspiel von den Regensburgern. Bräunig klärt. Aber Feed wieder unter Druck gesetzt. Flankengelegenheit. Jetzt ist Maximilian Bräunig, der den Klasse ablegt. Und der sitzt links oben ins Eck. Ein wunderschönes Tor vom eingewechselten Patrick Lienhardt zum Ausgleich. Zwei schnelle Ballverluste hintereinander. Ja, Feed, der da eigentlich den Ball schon unter Kontrolle hat, dann aber in einer sehr schwierigen Situation ist, umringt von Verteidigern Johansson, legt ihn nochmal ab. Ansbach, langer Ball nach vorne, Kota setzt sich hervorragend durch, hat die Riesenchance, legt quer, Garner aus, Tor, 3:2 für den SSV Jahn Regensburg. Noah Garner aus und der zweite Joker sticht in dieser Partie. Lang nach vorne, Kota macht ihn fest. Damit ist es der 10. Sieg in Folge für Jahn Regensburg. Und Tobias Eisenhuth und Niklas Ansbach da in... Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.